In Breslau geht diese Gartenreise nun zu Ende. Die Stadt ist reich an Geschichte und wurde von unterschiedlichen Nationen und Kulturen geprägt. Sie gehörte im Mittelalter zur polnischen und zur böhmischen Krone, später zu Österreich, Preußen und zum Deutschen Reich. Die Stadt der Brücken liegt mitten in Europa und ist die viertgrößte Stadt Polens mit rund 630.000 Einwohnern. Breslau war immer mehr Bürgerstadt als mächtige Residenz. Von der Industrie- und Arbeiterstadt hat sich die Metropole zu einer aufregenden Kulturstadt entwickelt. Mit vielen grünen Orten und einem der schönsten und vielfältigsten botanischen Gärten Europas. 10 Fußballfelder ist er groß. Die Pflanzen sind wie üblich systematisch sortiert. Größe ist das eine, Alter das andere. Die Anlage wurde vor über 200 Jahren gemeinsam mit der Universität Breslau gegründet. Damals allerdings war sie mehr Forschungsanstalt als Sammlungsgarten. 427 verschiedene Pflanzenarten wurden im ersten Jahr verzeichnet. Erst der Botaniker Heinrich Göppert baute den Garten zu einem modernen botanischen Garten aus. Mit dem Zweiten Weltkrieg wurde die Anlage fast komplett zerstört. Doch wie an anderen Orten in Breslau wurde schnell wieder aufgebaut. Der Garten wuchs und wurde immer mehr zu einer prächtigen Parkanlage, eine Oase für die Stadt. Mit Teichen und Wasserspielen, Licht- und Schattenplätzen. Ein großes Alpinarium versammelt eine Vielzahl seltener Pflanzen. Rote, grüne und orangefarbene Tafeln informieren, welche Pflanzen aktuell stark bedroht bzw. staatlich geschützt sind. Das Farbenspiel der Kala verzaubert ebenso wie große Gehölzskulpturen. Der Botanische Garten ist längst einer der beliebtesten Gärten der Stadt. Er liegt verwunschen hinter dem Breslauer Dom. Zwei Stunden Zeit vergehen hier wie im Flug. Und er birgt viele Überraschungen. Eine Besonderheit ist die größte Seerosensammlung des Landes mit über 120 Sorten. Rund 150.000 Menschen sind jedes Jahr von dem Botanischen Garten verzaubert. Darunter immer mehr Gartentouristen, die gärtnerische Inspiration suchen. Und Reisen durch Europas Gärten eignen sich dafür besonders.